Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren. Oh mein Gott, das ist ganz schlecht. Es geht ja schon gut los. Ich konfisziere gleich wieder alle Sprengstoffe hier. Wer hat die geschmissen? War es wer wohl? Der Scharfschütze. Ja. Granate fliegt. So macht man das, wenn das ein. Der Bulli war so schön. Es gibt einen noch schöneren Pulli, und zwar den mit dem Alpakas drauf. Ja. So, jetzt haben wir gar kein Fahrzeug mehr. Granate kommt, komm im Yerda-Kulabas. Voll. Aus dem Auto, Amigo, sofort. Wir haben noch eins, aber das sind nur zwei Sitzer. Ich fahr mit. Also, ich sehe hier einen Viersitzer, Neuwagen. Der Fahrer steigt da freiwillig aus. Okay. Seh ich nicht. Hey! Mist! Ach, wie geht's unserem Sniper? Ich glaube, wir sind alle etwas müde. Aha. Hey. Alle Mann einsteigen. Mir fehlt echt die Hupe in diesem Spiel. Ja, ich hätte auch gerne eine. Dann würde ich nämlich rübergreifen und bei dir die ganze Zeit raufhämmern. Okay, die Richtung sieht gut aus. Dann kommen wir auch gleich in eine neue Stadt, wenn man das so nennen möchte. Die ist nicht besonders groß, aber das ist, ja, großes Dorf. Oh, ich sehe schon die Ränder vom Dorf, glaube ich, oder? Ja, wir fahren weiter, da sind Sniper. Das ist eine Basis. Fabrik voraus. Draußen sehe ich Kartellaktivität. Was für eine Fabrik? Sieht nach Quinoa-Verarbeitung aus. Muss eine Fassade sein. Oh! Bowman, wir sind in Remanso. Was haben Sie für uns? Remanso ist ein wichtiger Knotenpunkt für das Kartell. Die Provinz wird scharf bewacht und sie benutzen Top-Ausrüstung für den Schmuggel über die Grenze. Sie müssen sich Informationen über das Netzwerk beschaffen. Okay, jetzt fahren wir auf die große Stadt. Das ist schön. Was wissen wir über das Oberarschloch? Der Buchon heißt El Gato. Kleine Warnung. Die Katze? Er genießt den Ruf, unkaputtbar zu sein. Dann kennt er uns noch nicht. Hintergrundinformation? Ich stelle zusammen, was wir haben und schicke sie. Verstanden. Haben Sie Hinweise für uns? Nur einen unbestätigten Bericht, dass El Gato einem Chemiker ein Speziallabor in einer Kirche eingerichtet hat. Eine Kirche? Ich sende Ihnen den Standort. Sie verstehen es, wenn Sie vor Ort sind. Holt, was hältst du davon, dass das Kartell eine Quinoa-Fabrik für den Kokainschmuggel nutzt? Ergibt das Sinn? Drogenschmuggler haben das in der Vergangenheit schon oft gemacht, aber nicht in dem Maßstab. Hier kann das Kartell das Kokain in die Kisten packen, sobald sie vom Fließband rollen. Die Beutel werden luftdicht verschlossen und das Quinoa hilft, die Drogenhunde abzulenken. Ganz schön smart, wenn du mich fragst. Dann ist die Anlage ein legitimes Ziel. Vorwärts. Bowman schickt Informationen zu El Gato. Der Kerl glaubt, er könnte nicht sterben? Das wird lustig. Ich frag mich eher, wieso der sich die Katze nennt. Weil er andeuten möchte, dass er unsterblich ist. Oh, Moment, ich muss mal gerade kurz mein Sold abheben. Ich dachte mir gerade, ich zahle mal eben was ein. Du meinst, damit deine Verwandten zu Hause was kriegen? So. Ich hab da mal das, was wir so letztens, ne, so mitgehen haben lassen, hab ich da mal so eingezahlt. So. Kann mir keiner mehr was sagen. Hat jemand ein Informationslager hier drin gefunden? Nö. Okay. Wahrscheinlich oben dann. Nö, sollte man. Ja. Wahrscheinlich. Ja, hier hinten gibt es eine Treppe. Versteckt. Nichts. Mhm. Hier ist ein Telefon. Nimm das. Oh, hier ist was. Ja. Bankunterlagen. Ach, schön. Oh. Ja. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungs-CD. Bei Bankdaten, da findet man ja immer. Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zukommen lassen. Das tut einfach, den oder? Leuten ein bisschen das wie. Also mittlerweile ist das Geld, was wir hier zerstören, auch nichts mehr für uns, ne? Hm. Ich hab genug jetzt auf meinem Konto. Ja. Okay, wir könnten ein Stückchen die Straße runter, noch ein Informationslager. Ich denke, das ist ganz bequem. Und dann ziehen wir weiter in die Richtung. Ready? Ja. Okay. Ich höre eine abschützende Heli. Okay, das soll es sein. Ich könnte noch an Heli, die eine Art Klinik bewachen. Seit wann kümmern die sich um kranke Leute? Die helfen nicht den Kranken. Dort bepacken sie vermutlich ihre Drogenkuriere.
Manuel, wo bist du? Ich suche hier einfach mal so nach. Bowman, oh, ich glaube, ich werde. Ort, an dem das Kartell Einheimische zu Drogen kurieren. Bist du nicht bei uns? Nee. Gerade nicht, anscheinend. Kommst du zu uns? Er hat eine Handvoll Ärzte, die den Eingang. Ich dachte, in der Stadt wären wir Friedrich. Er ist nur Friedrich. Wir immer nur größtenteils. Hier konnten wir den Ort nur schwer finden, da sie in alle paar Monate wechseln. Also, wenn wir das Ziel angreifen, verlagern sie es doch sofort. Nicht, wenn sie die Ärzte ausschalten. Ist das Ihr Ernst? Wir reden hier nicht von der Heilsarmee. Die nehmen verzweifelte Menschen und lassen sie 3 bis 5 Kilo Kokain schlucken. Manchmal schneiden sie auch auf, um noch mehr zu verstecken. Ja. Vertrauen Sie mir. Sie retten Leben, wenn Sie diese kranken Wichser umlegen. Verstanden. So, jetzt haben wir uns ja alle wieder. Dann hier vorne nach links. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Moment, ich fahre. Wer ist da schon wieder zu faul zum Laufen? Na, wer wohl? Ich kenne da 2 von. So, wann war... Wir haben hier vorne Akten für dich. Was heißt hier? Ja, und hier so einen kleinen Feldweg runter. Solltest du nicht mit dem Auto machen. Ja. Hey, wo hat er denn jetzt meine Karre geparkt? In die Richtung... Müsste auf der anderen... Also einmal durchs Gebäude durch und dann auf der anderen Straßenseite. Vielen Dank. Ich guck mal, was ich hier so finde. Fleischerei? Oh ja. Irgendwo im Hintergarten. Ist ein Fischhandel. Garten. Hier. Ja? Oh, hier nee, ist ein Brief. Bist dran. Ach, da bist du, ja. Das war's. Hm. Interessant. Okay. Und auch da liegt noch ein bisschen Geld, oder was ist das? Doch. Münzen. Hinter uns ist ein Leutnant angeblich. Okay, dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen, oder? Ist das der hier? Bezweifle ich. Hola, amigo. Naja. Haben Sie was über das Hotel gehört, wo es hier aktiv ist, oder? Aber einer von unserer Sorte. Gut, dass er was wusste. Okay, dann folgen wir der Straße, dann sollten wir zu noch einem Gebäude kommen und dann haben wir in dieser Stadt noch ein bisschen was zu tun. Wir sollen ein paar Ärzte töten. Oh, Ärzte? Weniger Konkurrenz für Wanda. Ja, das stimmt wohl leider. Kann er nicht seine Praxis aufmachen? Oh ja, das die große Relaunch. Wie geht's eigentlich unser Scharfschütze? Ist der tot? Nee, der fährt hier. Der hat ein Auto. Achso. Ah. Wo fährt er wohl? Hm? Das große Gebäude hier vor uns. Durchsuchen. Okay. Ah, das sieht aus wie eine Botschaft. Möglich. Hast du Flaggen gesehen? Ja. Das sind doch... Ja, was sind das für Flaggen? Oh Gott, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Südamerika ist überhaupt nicht mein Pflaster. Das macht jetzt 2 Millionen, ja, Hello, ne? Nee, nee. Das Gold wieder ausbeulen. Nee, nee. Das Gold ist weich. Pro Einschussloch und hier sind 3 Stück drin. Nee. Vergiss es. Das dengelt nur wieder aus. Ha, ein bisschen Spachtelmasse drüber, dann ist das, sieht ja auch nicht besser aus als vorher. Alle neidisch nur, weil ich so ein Auto nicht leisten kann. Wir könnten es uns leisten, wir tun es aber nicht. Also ich investiere lieber in schönere Sachen wie Schuhe. Oh Gott. Oh, hier ist ein Cola-Automat. Ich hab doch das Kleingeld vorhin mitgenommen. Haben wir das gefunden? Ah. Habt ihr mir das schon geschickt? Ja. Ja, ich hab den Laptop gehackt. Gut. Danke. Hat's... Ja. Okay, also aus dem Gebäude raus und dann irgendwie rechts. Ist das die kleine Sandstraße? Ups. Das ist anscheinend der Sandweg. Warum hat das so lange gedauert? Jetzt gleich nochmal zurück. Hoppla. Würdest du bitte aussteigen? Was? Das ist mein Auto. Lass es bitte hier stehen. Wir kommen da vorne in feindliches Gebiet, da kannst du den Wagen eh nicht gebrauchen. Oh, der fährt sich so komisch auf Felgen.
Auf zwei Felgen hört sich so komisch um. Also ich bin bei unserem Commander. Meine Felgen sind schön und mein Auto auch. Ich muss es in Sicherheit bringen. So müssen wir hin. Dann mal hopp hopp. Wir müssen hier vorne abbiegen. Guck mal, die sind sehr modern. Die haben in diesem verbrannten, kaputten Haus ein Notausgangsschild, was beleuchtet ist. Hm. Sag mal. Hier ist ein Parkplatz. Guck mal, da passt er gut hin. Guck mal, Ende. Ich nehme das mal gerade kurz. Moment. Hab das C4 scharf. Danke! Ich schick ne Drohne. Achtung, da vorne kommt direkt einer. Wanda, pass auf. Nur weil du betest, bist du nicht unangreifbar. Oh. Wow. Umgelegt. Hat er schnell genug, ist er schnell genug gestorben? Ja. Sind in der Kirche Leute? Kein negativ. Okay. Negativ, ja. Guck ich mit Enno dein vor. Ja, ist nur eine Munitionskiste. Okay. Einmal aufmunitionieren. Ziel Nummer 2, da. Sehe einen dritten. Wir haben Sniper auf dem Turm. Als 3 markiert. Hab ihn. Der schläft. Ziel Nummer 3. So, und dann. Die 1 guckt oben aus dem Türrahmen mit Fernglas. Wenn ihr schön weit rüber geht, dann könnt ihr den erwischen. Okay, mach. Schläft. Ich. 1. In seinem Gebäude. Sein, Herr Soldat. In diesem weißen. Gebäude haben wir was. In diesem weißen Gebäude. Da noch nicht rein. Ich hab noch einen Tango. Okay. Aber wir können ja erstmal hier vorne rein, weil da oben sehe ich eine schöne Waffenkiste. Da ist bestimmt was Nettes drin. Okay, ich bin hier gerade auf der anderen Seite. Ich werde auch bis dahin vorrücken. Wir haben bei der 1 eine weitere Person. Okay. Wow. Ich sehe eine Waffenkiste. Feind am Boden. War die Treppe drin oder draußen? Draußen. Jemand starrt mich an. Mhm. Das war gerade, wenn du links bei dem Gebäude auf die Straße guckst. Oh mein Gott, ich höre Schüsse. Ja. Hab ihn. Da stecken die sich hinter irgendwelchen komischen Kisten. Das ist unglaublich. Darkstone hat auch eine Knarre, passt auf, den sollen wir abknallen. Ach, wir sollen die Ärzte töten, ne? Ja. Ja. Da kommt einer zu unserem Haus gelaufen, an der Treppe. Das ist ein Arzt, der bewaffnet Wow. ist. Oh! Ja. Sag mal, das war aber nicht gerade nach dem hippokratischen Eid. Ah, ich glaube so. Ich zweifle, dass die den hier haben. Ja, also ich habe den auch nie geleistet, aber ich halte mich natürlich immer dran. Da ist einer im Haus. Ja, das ist ein Ansatz für die Sprengdrohne. Viel Spaß. Ehrlich, ach, da macht sich auf und davon nach unten. Wir können das auch mit ganz Schüsse. Großen Geschützen machen. Die Kartellärzte sind tot. Ziel erreicht. Die Klinik ist geschlossen. Pappen wir ein Biogefahrschild an die Tür und rücken ab. Wow. Hier sind aber noch Leute. Ich glaube, der hat seine Granate fallen lassen. Wir haben hier noch ein. Ich glaube, in dem kleinen Flachbau haben wir noch ein Informationslager. Welches ist der kleine Flachbau? Direkt da das Haus unterhalb von der Treppe, wo wir eben waren. Ich glaube, ich bin in einem Flachbau, oder? In diesem dreistöckigen Gebäude? Nee, ich meine den einstöckigen. Da kommt aber gerade irgendwie ein Auto. Ist das einer von uns? Ja, das bin ich. Sehr schön. Ja.
Ja, ne? Die meisten. Halt das Krankenhaus, Apothekengebäude, ich weiß es nicht. Da bin ich ah, das Apothekengebäude, Moment, aber das ist nicht flach. Ich gehe da mal rein in die Dispensario. Ich bin drinnen, aber ich habe noch nichts gesehen. Oh Gott, den gibt's nicht mehr gut. Das ist ja fast so widerlich wie in meiner Klinik gewesen. Okay, wann du gelernt hast. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, in welche Klinik ich nicht gehen werde. Hier ist ein Handy. Nichts für ungut. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist. Den also aus komischen Gründen ist die auch geschlossen worden. Ich verstehe es gar nicht. Hm. Ich kann es mir ganz gut vorstellen. Warum? Hast du deine Akte hier von gegenüber, Wandel? Da lag eine Zeitung auf dem Boden. Reaper, ich, okay. Ich glaube, hörst du das Geklapper? Okay, dann gehen wir hier mal raus und den Berg hoch, wenn Reaper mich durchlässt. Danke. Aber wascht euch hier die Hände, es ist ein bisschen... Falsche Richtung. Ja, ich möchte gerne Desinfektionsmittel trinken, das wäre, glaube ich, ganz toll. Ein Glück, dass ich Handschuhe anhabe und eine Biomaske trage, die alle schädlichen Stoffe rausfiltert. Naja, die haben sich ihren Friedhof auch gleich auf der anderen Straßenseite eingerichtet. Jupp. Da gehen wir mal dran vorbei, da oben das Türmchen, das ist interessant für uns. Wow. So, übers Feld vorrücken. Will er mich verarschen? Ach, ich glaube, unser Sniper kann es nicht nur so. Meinst du, hat was mit den Augen? Ich glaube, es irgendwie, ist... Irgendwie, keine Ahnung. Der Typ, der war wie offen wie ein Weihnachtsbaum und ich habe mich getroffen. Ich glaube, der fühlt sich wie ein Star. Ein grüner oder ein grauer. Mhm. Oder beides. Tango am Boden. Da fällt mir kein Wortwitz ein. Hm. Oh, ich hab gesehen. Ich glaube, bisher sind aber auch nur unser Sniper und Enno gesehen, oder? Zweites Ziel. Tango 5. Was ist, wann war? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wer jetzt alles in Sicht ist. Ich höre einen Alarm. Ich bin vor dir am Straßenrand. Okay. Ich nutze meine. Ich sehe leider nicht. Der Sniper lebt übrigens immer noch. Jetzt lebt er endlich. Oh, auf mich wird geschossen, ich zieh mich mal zurück. Ich hab den Alarm ausgeschaltet. Ich höre einen Helikopter. Ja. Abschießen wir möglich. Aufpassen, dass dein Geschütz. Nicht für mich möglich. Ja, der Friedhof ist verseucht. Hab einen. Verseucht mit was? Hey, die Waffen mit Granaten. Feinde. Okay. Feuer frei. Drauf. Okay. Friedhof ist sauber. Okay. Wir rücken einmal vor zu dem Gebäude, wo der... Oh! Nicht weit. Oh, da ist eine Person. Wir haben Autos. Ja, ich sehe es gerade. Achtung, da oben sind noch mehr. Bei der 3 ist eine weitere Person. Die waren schon wieder gesehen. Die wissen immer noch, wo wir sind. Jetzt haben sie uns langsam verloren, aber der Heli stört halt. Vor allem ist hier halt relativ offenes Gebiet. Wo ist denn hier ein Heli? Also ich höre nur einen ganz weit weg. Vor uns, der Bergkuppe. Der dreht immer wieder seine Runden. Seht ihr dieses komische Gebäude mit dem schrägen Dach, wo der Totenkopf drauf ist? Ich stehe auch an dem Gebäude. Negativ. Ah ja, ich sehe dich. Einmal bitte herkommen. Ja. Ja. Was sind die denn jetzt schon wieder? Da oben die 1. Einer weniger. Kein Problem.
Okay, ich bin da. Okay, gut. Dann ab hier ist unser Einstieg. Setze Drohne ein. So, wir haben da vorne eine Treppe hoch. Da könnt ihr vorrücken. Okay. Okay, wir finden mich oben an der Treppe. Okay, das war der Sniper, der gesprochen hat. Ich bin auch oben. Ja, ich habe einen Heli von. Ich werde schon hingesehen. Oh, wow, 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 wow. Von den Ausschalten. Okay. Ich gehe sofort zur Navo. Granate fliegt. Gib mir Feuerschutz. Los. Granate fliegt. Nehmt das. Das ist erledigt. Er ist erledigt. Eieiei. Oh Gott, der zweite kam aus dem Nichts. Danke. Unwahrscheinlich. Okay, bin wieder bei derselben Position wie vorher. Okay, oben auf dem Berg scheint keiner mehr zu sein. Außer eben die zwei. Okay. Die sollte man ausschalten. Reaper, kannst du ihn treffen? Negativ. Noch nicht. Der steht da oben an der Treppe. Sniper halt. Hab ihn. Erledigt. Sehr gut. Sehr gut. So, das Gebäude ist die Tankstelle, die da ist. Nur hinter dir. Okay. Genau das Gebäude. Ah, hier sind wieder Dokumente. Akten, Bankunterlagen. Ich hab hier was. Diese Bilanzen zeigen, dass das Kartell ordentlich Geld in eine Energy-Drink-Fabrik hier in Remanzo steckt. Elektro oder so. Wofür? Keine Ahnung. Schicken wir's Bowman, vielleicht weiß sie ja was. Bowman, wissen Sie etwas über Kokainschmuggel mit Hilfe eines Energy-Drinks namens Elektro? Das passt zu den Gerüchten. Das Kartell soll eine Art flüssiges Kokain entwickelt haben. Geruchlos, farblos und schwer mit chemischen Sensoren aufzuspüren. Also verstecken Sie es in den Drinks und extrahieren es nach der Lieferung. Verdammt. Wir müssen die Anlage dicht machen. Gehen Sie rein und sprengen Sie die Vorratstanks. Das sollte genügen. Sind schon dabei. Davon habe ich noch nie vorher was gehört, dass man das ohne Geschmack und ohne alles da irgendwo reintun kann. Ich habe bei mir an der Position einen Ort. Oh, ja. Deswegen schmecken deswegen schmecken die so komisch. Ich habe ja schon immer gerade gemeint, man schmeckt das nicht. Ja, aber also, ich habe danach immer so komische Gefühle gehabt nach so einem Elektro. Oh. Na, hoffen wir mal, dass du nicht abhängig bist. Ich glaube, das ist deine Akte hast du? Ich weiß nicht, ich hab da was aufgesammelt irgendwann mal. Okay, gut. Dann ab zur Straße hier in Auto. Brenne in der Hölle. Aua, das war nah. Machst du fein. Familienkutsche. Oh ja. Jetzt ist mein Sitz dreckig. Ja, ich fahre. Der Typ ist ja tot. Okay, ich fahr den, hinter uns. Aber immerhin schafft das gekonnt zwischen zwei Fahrzeugen herzufahren. Hauptsache aber die Scheinblocken. Und nach rechts. Wir schnappen uns als erstes den Chemiker. Oh. Dieses Fahrzeug hat mit seinen 55 PS nicht gerade die beste Motorleistung. Hallo? Gut genug für uns. Da vorne links. Bei mir lag gerade eine Frau auf der Motorhaube. Schade, dass es kein Bikini-Model war. Jetzt nach rechts. Und hier vorne schon anhalten am besten. Okay. So, wir sollen den Chemiker finden, aber nicht töten. Wir sollen ihn zu Bowman bringen. Oh, na wunderbar. Zu orientieren. Ja, die Richtung stimmt. Es geht hier leider noch weiter berghoch. Ich glaube, da wo die kleine Windmühle steht. Ich sehe keine Windmühle. Ja, dieses kleine Windrad.
Da oben auf dem Berg, da könnte Reaper hin. Was ist denn hier im Dunstrad? Ach, da! Ach, links. So ein kleines Holzding. Ach, da! Helikopter? Ja, der fliegt direkt über uns und in einer nicht zu hohen Höhe. Zum Glück guckt er nicht. Oh. Doch, er guckt, verdammt. Oh, oh. Das, okay. Geht's einem gut? Ja. War knapp. Bloß ein Zivilist hat gerade unfreiwillig einen Stunt gemacht. Okay. Frag lieber nicht also. Nach. Ja, was also macht ihr? Ihr geht da alle auf das Plateau hoch, richtig? Genau. Ja. Sehr schön. Ich bin unterhalb von diesem Windrad gedöhnt. Obwohl, ich komme auch hoch. Auch wenn es sehr anstrengend ist. Gut, ich hock mich mal hier zu euch und dann lasse ich die Drohne mal fliegen. Da ist ein zweiter Tango. Ich sehe einen dritten. Das ist das große Gebäude mit dem Kreuz. Okay. Nach 5 Tangos. Okay, der im Turm ist da. Eine Wache unten. Den habe ich gerade kein Sichtfeld. Den meinst du, oder? Genau. Gut. Kann er ausgeschaltet werden? Ja, der kann ausgeschaltet werden. Er ist erledigt. Der ist ganz schön gestolpert. Ich sehe die zwei aber noch. Oder wen meint ihr? Ne, die drei war gemeint. Okay. Ehemalige drei. Nummer 4 ist schwer bewaffnet und gut gepolstert. Ich weiß nicht, ich sehe nicht so einen richtig geilen Einstieg, also wir können quasi nur von der Straße aus rankommen. Oder halt hier von dem Friedhof. Der Friedhof ist aber, also der hat so eine Ruine, da kann man rüberklettern. Ich glaube, sonst der Zaun ist ein bisschen hoch und ungemütlich. Ja, Einstieg über den Friedhof. Okay. Recht, die Felsen sind rutschig. Oh! Hallo. Naja. Noch ein Stückchen weiter, da ist so eine Ruine direkt am Zaun, da könnt ihr rüberklettern. Da wo die 3 ist, ungefähr auf der Höhe. Aber lasst euch von der 3 nicht sehen. Wenn ich Sniper an beide komme ich derzeit immer noch nicht ran. Seht die Lücke im Zaun. Vorsicht, zurück, warte mal, die 3 kommt. 3 könnt ihr ausschalten. Okay. Das mit dem Zaun ist mir zu unsicher. Gute Nacht. Da wo die 3 gefallen ist, da könnt ihr euch Munition holen. Oh, ein Sniper ist down. Passt mit der 4 auch. 4 kann ausgeschaltet werden, wenn ihr ihn seht. Halte ich Kontakt? Ja, kein Sichtkontakt. Negativ. Weg. Tango am Boden. Okay, hat keiner gemerkt. Gut. Sag mal, kann das sein, dass die 1 der Chemiker ist? Negativ. Das sieht zwar komisch aus, scheint es aber nicht zu sein. Das sieht sehr komisch aus. Ich sehe eine Wache auf der Straße Richtung hinterem Wachturm. Ja, weniger Gefahr.
Ah, ich sehe, wen du meinst. Der kann ausgeschaltet werden. Die vier, oder? Links davon am Turm steht, glaube ich, noch einer. Über der Treppe. An der Turmtreppe? Geht doch noch jemand. Ach, die vier kann einfach zu schnell laufen. Okay, die werden nervös, passt auf. Den Bull sagst du? Er haut ab. Okay, wir müssen gleich jemanden laufen sehen. Ja. Ich schnapp mir sobald wie möglich ein Auto und Ich sehe ihn noch nicht flüchten. Wenn er versucht, in das Auto einzusteigen, dann fahr ich hinterher. Nicht auf das Auto schießen, da musste ich mitfliehen. Da wollte er mit Sicherheit mitfliehen, also. Warte, da hinten, er ist hinterm Haus. Vollunterstützung. Ich hab ihn gegrillt, den Wagen. Na bitte, das muss das Labor sein. Bei der 4. Durchsuchen wir es und holen uns Bowmans Chemiker. Hier, die kleine Bulli. Vergesst nicht, dass wir ihn leben. Ja. Die Sache wird ungemütlich. Oh, fuck. Oh Gott, ich werde dich schwer getroffen. Nein. Aber ich habe eine Granate geschossen. Versuch zur Not auf die andere Seite wieder zu kommen. Nicht zu weit vorrücken. Wow. Er ist noch auf der Straße. Ich sehe nicht. Ich bin wieder auf der anderen Seite. Wie sieht der denn aus? Der hat so einen langen Kittel, glaube ich. Also wie ein Chemiker halt. Der Wagen haut ab. Ja, er haut ab. Ist das der in dem Minivan? Oder ja, in dem blauen? Das ist der Van, der gerade abhaut. Weiß oder blau? Weiß. Okay. Der ist gerade hinten rausgefahren. Da fahre ich ihm schon mal hinterher. Mach das. Okay, ich sehe ihn zumindest. Schaffst du es, ihn anzuhalten? Ich kann es versuchen. Ja, das sieht gut aus. Also, ihr müsstet so weit wie möglich hinterherkommen. Ganz zum Anhalten bringen kann ich ihn nicht. Ja. An Reaper, schafft ihr das? Wir sind gerade in einem Wagen. Da kommt ein feindliches Fahrzeug, passt auf. Zwei sogar. Ja, zwei Autos hinter euch. Der Fahrer saß geschaltet, wir sind. Wir sollten euch nicht mehr folgen. Kein Problem, wir sind weg. Okay. So, da vorne kommt eine fiese Linkskurve, direkt dahinter ist Wanda und behagt den. Wow, fall mir nicht hier den Berg runter, Bruder. Da vorne sind die. Wow, jetzt ist er raus. Also, mein Freund und Kollege. Junge, bleib stehen, da rennt. Bleiben Sie stehen! Das ist halt Verbrechen gegen die Menschheit! Wir haben das Paket. Los geht's! Sag mal! Zack's aber! Will nicht! Ich würde den Bizepsmuskel vielleicht drücken oder. Den ersten, zweiten, dritten, vierten. Wir müssen ihn halt eigentlich in ein Auto reinstoppen. Ja. Achso. Ich gehe in den Kofferraum, oder? Ich bin nicht bei euch. Ja, ich dachte, hier kommt man nicht, kann man nicht in den Kofferraum. Sie irren sich, no soy narco, ich mache nur Energy Drinks. Vom Weg her müsst ihr zurück nochmal da durch. Negativ, ich bin gerade im Navi. Das sagt mir gerade aus. Ja, meine ich ja. Achso, also ich dachte, du meinst zurück. Zurück zu mir quasi. Okay. Ich fahre euch hinterher mit dem anderen. Töfte. Wollen wir in dem Lager noch nach dem Bonus oben sehen? Ich glaube, das können wir später, oder? Ja. Es sind immer noch Feinde, das ist, glaube ich, zu riskant. Okay. Steht dort, wo ihr abbiegen müsst. Mit der qualmenden Karre. Genau, jetzt seid ihr an mir vorbeigefahren. Ja, was weiß ich, welches qualmende Auto? Hier stehen so viele. Entschuldigung. Ich konnte nicht ahnen, dass du bremst. Klassischer Auffall. Ist das richtig? Ja, ist das richtig. Okay.
Enno kann uns auch den Weg weisen. Okay. Ja, so kompliziert ist das nicht. Halt, 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 zurück, okay. Zurück und links. Ich glaube, das ist eher so ein TomTom-Navi. Hallo? Seid nett zueinander. Das TomTom gibt den gleichen Handkantenschlag. Wir haben hier einen Chemiker drin, der kann auch eine Bombe bauen, wenn wir wollen. Und egal, wie gesagt, ich habe auch eine chemische Ausbildung gegen Sprengstoffe. Ich glaube eher, dass das ein Drogenjunkie ist und der eher Drogencocktails möchte, aber keine Bomben. Nächste Möglichkeit rechts. Und erreichen links. Sammelpunkt. Bringen wir es hinter uns. Genau hier. Was? So. Oh, Wanda. Der hat sich so gut nicht so schwer erwischt. Aber gut umgenockt. Gott, ich hab mich erschreckt. Danke. What? Wir wurden verfolgt. Offensichtlich. Lol. Okay. Geht's unserem Typen gut? Ich glaube, der ist zum Glück noch im Auto gewesen. Ja, ist nichts mehr im Auto. Oh, geh da die Tür. Okay. An die Tür. Okay. Ei, ei, ei. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich bin nur Chemiker. Schon okay. Ich kenne das. Das Kartell hat gesagt, sollten Sie je verhaftet werden, sagen Sie den Cops. Sie sind Fabrikarbeiter. Sie entwickeln Energy Drinks und irgendwann werden Sie dann einfach auf Kaution rausgeboxt. Richtig? Um mal eine Sache klarzustellen. Wir sind keine Cops. Und niemand holt Sie auf Kaution raus. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder geben Sie uns die Formel, oder wir schneiden Ihre Finger ab. Sie sind doch klug. Was darf sein? Solange es nur die Finger sind, ne? Ja. Gut, wie geht's euren Speicherkarten? Die sind voll. Okay, dann war's. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Lasst ein Like, Comment und. Lasst ein Like und einen Kommentar, vergesst die Glocke nicht. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.